Hallo und herzlich willkommen zu einem Videotraining, heute zum Thema Microsoft Word und die Dokumenteninformationen, und zwar die, die mit dem Dokument gespeichert werden. Die kann man ja auch beeinflussen und das möchte ich euch heute zeigen. Mein Name ist Norbert Schumann von psdtutorials.de und ich freue mich, euch heute zu diesem Training hier begrüßen zu dürfen. Schauen wir uns so ein typisches Dokument an. Das besteht ja durchaus nicht nur aus Text und Bildern, sondern zum Beispiel auch aus Kommentaren, aus bearbeiteten Bildbereichen oder Dokumentbereichen, und jedes dieser bearbeiteten Dinge, auch die vom Ersteller, die Informationen werden im Grunde also mit einem Dokument auch abgespeichert. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie die EXIF-Informationen bei einem Foto, das man aus einer Digitalkamera heraus abspeichert. Da werden diese EXIF-Informationen mehr oder weniger mit hinzugefügt oder eben auch weggelassen. Wenn man diese weglässt, wird also so eine Bilddatei auch ein bisschen kleiner, und denselben Sinn und Zweck hat natürlich auch die Veränderung von Informationen zum Dokument. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn ich so ein Dokument letztendlich weiterreiche an dritte Personen beispielsweise, kann ich genau beeinflussen, was in diesem Dokument mit an Informationen weitergegeben werden soll oder was eben auch nicht. Schauen wir uns nochmal an, was zu diesem Dokument hier bereits gespeichert wurde. Da können wir also auf Datei gehen und gehen jetzt mal auf Informationen. Da haben wir rechts im Bereich bereits Informationen zu dem Dokument. Also wir sehen die Größe, wir sehen die Seiten, die Wörteranzahl, die Gesamtbearbeitungszeit. Auch das ist eine Möglichkeit, das hier anzugeben. Den Titel, gibt es einen Titel zum Beispiel, und ich kann verschiedene Tags hinzufügen, Kommentare hinzufügen, und ich habe die Möglichkeit, hier zum Beispiel auch zu sehen, wer an dem Dokument gearbeitet hat. Zum Beispiel ist der Autor jetzt hier in dem Fall der Stefan. Ich kann einen weiteren Autor hinzufügen. Dazu kann ich zum Beispiel das Adressbuch aus Microsoft Outlook heraus zum Beispiel mit heranziehen oder aus Windows Mail heraus, wenn das eingerichtet ist auf dem PC. Und ich kann zum Beispiel die Änderungen, die zuletzt bearbeitet wurden, von mir hier wiederum auch einsehen. Alle Dokumenteneigenschaften anzeigen fördert also noch mehr Informationen zutage, zum Beispiel auch den Status, die Kategorien, den Betreff, Hyperlink-Basis und zum Beispiel die Firma. All das sind Informationen, die ich im Grunde mit einem Dokument weitergeben kann und die ich natürlich auch bearbeiten kann. Hier für die Freigabe vorbereiten kann ich also Dinge überprüfen. Ich kann das Dokument überprüfen. Ich werde das jetzt auch tun. Ich werde also Kommentare, Überarbeitungen, Versionen und Anmerkungen aus dem Dokument heraus überprüfen. Das heißt, prüft das Dokument eben auf Kommentare, Versionen, Dokumenteneigenschaften und persönliche Informationen. Also prüft auf ausgeblendete Metadaten oder persönliche Informationen, die im Dokument gespeichert sind. Das heißt, es wird überprüft. Benutzerdefinierte XML-Dateien, Kopfzeilen, Fußzeilen, Wasserzeichen, nicht sichtbare Inhalte und ausgeblendeten Text. Dann kann ich das Ganze jetzt überprüfen und habe die Möglichkeit, hier diese Dinge zu entfernen. Ich kann Kommentare, Überarbeitungen, Versionen und Anmerkungen alle entfernen. Dann werden diese aus diesem Dokument entfernt. Die persönlichen Informationen kann ich aus dem Dokument entfernen. Ich kann die XML-Dateien entfernen und natürlich Kopf, Fußzeilen und Wasserzeichen wurden aus dem Dokument ebenfalls mit entfernt. Jetzt kann ich das Ganze erneut prüfen, werde also hier das Ganze noch einmal prüfen, und jetzt ist das Ganze fertig. Was jetzt hier passiert ist, ist, dass im Grunde also der Autor zunächst einmal alles entfernt wurde. Ich kann den Titel angeben, zum Beispiel als Testdokument. Das kann ich direkt in diesen Feldern hier tun. Ich kann Tags hinzugeben. Nehmen wir mal an, ja, Grafiken zum Beispiel, Tabellen, allgemeine, ja, Informationen. Das sind die Tags. Anhand der Tags kann ich bestimmte Dinge auch raussuchen. Kommentare kann ich auch hinzufügen, zum Beispiel, wenn ich mag. Kann ich also einen Kommentar hinzufügen. Das Dokument ist ein Musterdokument zum Beispiel zu Testzwecken. So. Dann habe ich hier zum Beispiel einen Kommentar hinzugefügt. Die Vorlage ist normal.m. Das ist also hier wichtig, das auch festzulegen. Das ist die Datenbank sozusagen, mit der Microsoft Office jetzt hier arbeitet. Da können also auch die Textbausteine enthalten sein und solche Dinge, die in oder auf meinem Arbeitsrechner hier derzeit installiert sind. Der Status, ja, fertig bearbeitet oder noch nicht fertig. Schreiben wir einfach mal hin. Noch nicht fertig bearbeitet.
Dann weiß also der Nächste, der das Dokument aufruft, ah, da fehlt noch irgendwas, das ist noch nicht richtig fertig. Dann kann man das also hier im Grunde zunächst einmal nachlesen. Kategorien hinzufügen, nehmen wir mal an, ja, die Kategorie ist jetzt hier Polizei zum Beispiel, darum geht es ja irgendwo. Dann haben wir also hier die Kategorie Polizei, allgemein oder Aufsatz oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Es sind jetzt fiktive Angaben von meiner Seite aus. Ob die nachher zutreffen, ist die andere Frage. Betreff auch hier Thema angeben, zum Beispiel, ja, die Polizei im Überblick zum Beispiel. Können natürlich auch den Dokumententitel direkt übernehmen, hier aus dem Dokument selbst, wenn wir das möchten. Und Hyperlink Basis, also die Basis zu einem Hyperlink zum Beispiel. Ja, nehmen wir mal an, www.polizei.de. So. Ob es diese Internetadresse gibt, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, aber wir können zum Beispiel hier auch ein Unternehmen angeben. Das Unternehmen ist jetzt hier zum Beispiel privat. So, privat, von privat erstellt. Spielt keine Rolle. Könnte ich jetzt also auch das Unternehmen direkt angeben, wenn also hier ein Unternehmen hinter dieser Änderung steht. Zuletzt gedruckt, noch nie. Manager angeben. Wenn man denn einen Manager hat, der das Ganze verwaltet, kann ich jetzt hier den Namen angeben, Autor hinzufügen. Ja, das ist der Stefan oder der Matthias, wie auch immer. Und noch nicht gespeichert ist also, das Dokument wurde im letzten Moment also noch nicht abgesichert und ich kann es jetzt im Grunde speichern unter. Werde jetzt das Dokument anlegen als Word-Dokument, als DocX-Datei sozusagen, kann diesem Namen jetzt vergeben. Nehmen wir mal an, Testdokument. Testdokument, so. Und schauen wir das gleich nochmal im Explorer an. Das heißt also, wir gehen jetzt auf unsere Bibliotheken. Wir sind jetzt unter Dokumente. Da wird es abgelegt. Autoren. Auch hier gibt es die Metainformationen. Das heißt, Autorin ist jetzt hier der Medienfuchs, kann ich als Autor hinzufügen oder eben ändern. Ich kann hier die Markierungen ändern. Das heißt also, hier sind enthalten Grafiken, Tabellen, Informationen. Der Titel ist Testdokument und das Thema die Polizei im Überblick beispielsweise. So ist das jetzt hier. Ich kann eine Miniatur speichern, wenn ich das mag. Auch das ist eine Möglichkeit. Das heißt also, Miniaturansicht von diesem Dokument. Und ich werde das Ganze jetzt mal abspeichern. Jetzt gehe ich mal in meinen Ordner rein. Werde ich also jetzt meinen Computer öffnen. So, ein bisschen kleiner machen. Gehe jetzt mal in meine Dokumente rein. Und habe jetzt hier mein Testdokument gleich hier aufzufinden. Weiter unten ist es auf jeden Fall. So. Und dann habe ich hier ein Testdokument. Jetzt sehen wir, dass wir die Miniaturansicht zunächst einmal auch eingeblendet haben. Und ich kann jetzt hier dem Testdokument auch noch Metainformationen hinzugeben. Also all das, was mit diesem Dokument jetzt noch nicht mitgespeichert wurde. So, sind wir also in diesem Dokument drin, können wir hier zum Beispiel auch im Kontextmenü aufrufen, Eigenschaften uns anschauen und sehen jetzt mal die Informationen aus diesem Dokument. Also ich sehe jetzt hier eine Dateigröße. Ich sehe zum Beispiel hier Öffnen mit und Attribut erweitert, Schreibgeschützt, versteckt, kann ich also auch festlegen, wie ich das Ganze hier sehe. Unter Details sehe ich zum Beispiel die Beschreibung, Thema, Markierung, sonstige Dinge, die eigentlich mit diesem Dateityp hinzugefügt wurden. Das Schöne ist jetzt natürlich, ich habe zwar ein paar Dokumenteninformationen in Word eingegeben, aber die wurden nicht mit übernommen. Das heißt, unter Autoren kann ich ja zum Beispiel den Ursprung ändern. Ich kann zuletzt gespeichert von. Diese Informationen sind jetzt hier alle raus. Gehen wir mal zum Beispiel in dieses Dokument hier rein. Gehen auf die Eigenschaften, da habe ich die Informationen nicht entfernt, werde jetzt also mal auf Details gehen, da sehe ich alles im Detail. Das heißt also, der Autor, der es zuletzt bearbeitet hat, ist der Medienfuchs. Das zuletzt gespeicherte Dokument ist auch der Medienfuchs. Es gibt vier Revisionsnummern, das heißt also viermal wurde das Dokument insgesamt bearbeitet. Die Programme, die dafür zur Erstellung herangezogen werden, sind mit aufgenommen und natürlich eben auch Wortanzahl, Zeichenanzahl, all diese Dinge, die jetzt in diesem Dokument letzten Endes dazu dienen, auch eine Historie des Dokuments noch einmal festzustellen, werden normalerweise mit diesem Dokument mitgespeichert. Nun sind halt, wie gesagt, diese Dinge nicht immer das, was man wirklich sehen möchte. Deswegen bietet es sich an, wie gesagt, über Datei und die auf Probleme prüfenden Eigenschaften hier abzuändern.
damit also das Dokument letzten Endes hier von diesen Informationen, auch von diesen unnötigen Informationen oder eben auch sensiblen Informationen, zum Beispiel zu den Autoren, entfernt werden können. Das ist also der Hintergrund dessen, dass man das Dokument letzten Endes ausgeben kann mit diesen Informationen. Und wenn ich mag, kann ich das Ganze auch als Adobe PDF speichern. Da kann ich also das Dokument auch, ja, computerübergreifend zum Beispiel in einem Dokument verfassen und das Ganze auch so ausgeben, wie ich das hier mir vorstelle, weil Speichern unter, der Dialog enthält verschiedene Dateiformate. Auch hier gibt es ein PDF-Format. Dann kann ich also das Ganze als Testdokument PDF abspeichern. Es gibt hier verschiedene Optionen, die ich auswählen kann. Standard, Online-Veröffentlichung und Drucken. Das ist also eine bessere Bildqualität auf jeden Fall. Und die Online-Veröffentlichung wäre also, wenn ich das Ganze jetzt nur im Internet veröffentlichen wollte, könnte ich diese Option hier anwählen. Und bei den Optionen gibt es ein paar wenige Optionen, die man hier anwählen kann. Der Seitenbereich sollten alle Seiten sein. Die aktuelle Seite soll nur als PDF gespeichert werden. Auch das jetzt mit diesen Informationen. Und wir haben jetzt hier auch ein Dokument, Textmarken erstellen mithilfe von Dokumentstrukturtext, Eingabehilfen, Dokumenteigenschaften sollen mitgespeichert werden, kann ich auch hier deaktivieren. Also auch hier wiederum die Informationen weitergeben, nicht weitergeben, kann man sich also entscheiden, was man jetzt hier machen möchte. Text als Bitmap speichern, wenn Schriftarten nicht eingebettet werden können. Ansonsten kann man natürlich versuchen, Dokumente mit den Schriftarten einzubetten. Okay, wenn ich das jetzt alles so bestätige, wird also das Dokument als Testdokument gespeichert. So, und wir haben das jetzt hier auch gleich in der Übersicht. Werde ich jetzt also hier in dem Übersichtfenster noch einmal einblenden, das, was jetzt hier mitgespeichert wurde. Und wir sehen auch die Änderungen. Das heißt also hier die Formatierung zum Beispiel wurde erfolgreich mit übernommen. Ich hatte ja die Schriftart geändert, die Schriftgröße und natürlich den Schnitt. Ansonsten sind alle Kommentarfunktionen jetzt zunächst einmal raus. Und das Dokument ist jetzt hier einwandfrei als PDF erstellt worden. Wir haben 64 Seiten und das kann ich auch so weitergeben. Gehen wir nochmal in unseren Explorer rein, also in unsere Dokumente und wollen uns jetzt das Testdokument noch einmal anschauen von den Eigenschaften her. Gehen wir also auch hier nochmal rein auf die Sicherheit zum Beispiel und die Details. Und bei den Details ist im Grunde also hier deutlich weniger Informationen zu finden. Eigenschaften und persönliche Informationen entfernen, das kann man also hier anklicken. Da wird das Ganze aus diesen Eigenschaften entfernt. Es gibt ein extra Fenster dafür. Da wird eine Kopie erstellt, in der alle möglichen Eigenschaften entfernt sind oder folgende Eigenschaften aus der Datei entfernen. Kann also auch hier zum Beispiel das Änderungsdatum separat entfernt werden. Wenn man das mag, ist auch das zum Dokumentenschutz zunächst einmal das beizutragen. Ansonsten, wie gesagt, läuft es halt immer so ab, dass man diese Dinge separat erstellen kann. Man kann also auch die Tag-Informationen hier dazu nutzen, das Dokument noch einmal genauer zu beschreiben, damit es eben auch besser aufgefunden wird von zum Beispiel einer Suchmaschine oder von der Computersuche. Und damit hat man eben die Möglichkeiten, hier sein Dokument genauestens einzustellen.